kann ich da nicht einfach straight durchpushen? Sollte schon auch gehen, oder? Ah, wir können Shortcut einfach rechts rum und dann über Alpha. Habe ich das richtig verstanden? Ah, okay, perfekt. Ja, dann Parking Brake off und dann machen wir das doch, ja? Ja, danke, lieber Ground Lotse. So. 50% N1. Side-Stick andrücken und Manflex SRS. V1, rotate. Positive climb, gear up. Jetzt zieht sich, wir sind in der Luft. Und dann geht es links herum, 2,1 Meilen, das passt. Wir kommen über die S-Speed, Flieger beschleunigt, Flaps 0. Und dann Autopilot 2 on. So, wir lassen Zürich hinter uns. Sehr schön, oder? Oh. Swiss 51 Alpha on Frequency. Ja, moin, Swiss 51 Alpha passing flight level 283, climbing flight level 340 inbound Minga. Swiss 51 Alpha, entschuldige, da zieht eine ganze Horde aus Zürich raus. Squawk 2063. So, und jetzt will ich den ganzen Chat voll mit Herzen haben, ja? So, wir sind auf unserer Reiseflughöhe angekommen. Da ist der Flughafen Stuttgart. Was wollte ich sagen? Achso, ja, das könnte man jetzt an einem schönen Tag mal so ein kleines bisschen zusammenkürzen. Heute würde ich es vielleicht einfach mal drin lassen, weil ich ahne irgendwie, so ganz leicht, dass in Düsseldorf ein bisschen was los sein könnte. So, vielleicht hat sich der ein oder andere von euch schon mal gewundert, was dieses wunderschön aerodynamisch platzierte Stöckchen hier vorne ist. Das ist ein Ice Indicator und Standby Kompass. Standby Kompass übrigens hier. Kann man hier beleuchten und dann ist das ganz leicht beleuchtet und dann kann man hier vorne auch erkennen, wenn sich da Eis bildet. Und wenn sich da vorne Eis bildet, kann man auch davon ausgehen, dass sich an der Leading Edge, also vorne an der Tragfläche, Eis bildet. Dann geht Wing Anti-Eis an. Swiss 51 Alpha, Machnummer ist 0.78. Okay, Reduce Machdismus 76. Da ist eine Lücke vor dir, da rutscht gleich jemand rein. 6 identified, Climb Level 340. Hä? Climb Level 340, Euro X50, danke. Lol, was war denn das? Swiss 51 Alpha, Descent Flight Level 240. Swiss 51 Alpha, Descending Flight Level 240. So, es geht 10.000 Fuß runter. Zack, wir fangen mal an mit 2000 Fuß. Swiss 51 Alpha, CMTU, Contact Lang, 13565, tschüss. Swiss 51 Alpha, 13565, vielen Dank, ciao. Swiss 51 Alpha, proceed direct, Domux, clear Domux to Tree Transition. Swiss 51 Alpha, direct Domux, clear Domux to Tree Transition. Ach ja, es ist ein Traum, oder? Langen schönen guten Tag, Swiss 51 Alpha, die Passing Flight Level 165, Descending Flight Level 120, Speed 250, with Information Sierra. Swiss 51 Alpha, Langmelder, Identified Information Sierra, korrekt. Descending Flight Level 110. Swiss 51 Alpha, Descending Flight Level 110. Das heißt, wir sind jetzt auf der Transition drauf, zusammen mit einem Kollegen 10 Meilen vor uns, 4000 Fuß unter uns. Dann seht ihr hier, Kollegen 9600 Fuß unter uns, hier ein 7000, die sind alle auf dieser Transition drauf und so reiht man sich eben da ein und fliegt jetzt ganz entspannt aufs ILS drauf. Swiss 51 Alpha, Descending Flight Level 70. Swiss 51 Alpha, 12865, danke, ciao. Düsseldorf Director, moin, Swiss 51 Alpha. Oh, wo rollt man in Düsseldorf denn ab? Ich bin schon wieder schlecht vorbereitet. Swiss 51 Alpha, on heading 260, we intercept localizer 23 left and we'll go. Da kommt der Localizer, Lockstar, Swiss 51 Alpha, established localizer 23 left. Swiss 51 Alpha, roger. Da sehen wir doch tatsächlich. Da habe ich meine Ausbildung gemacht.
Essen-Mülheim. Die Hard Landing, die ihr gleich sehen werdet, die habe ich da gelernt. Da. Da bin ich aufgeschlagen. Manchmal auch da und manchmal auch da hinten. Ja. Da kommt der Glide-Slope. Flaps 1. Flaps 2. Mist Approach Altitude. 4000 feet is set. Swiss 51 Alpha, speed 160 until 5 und Tower 118 ist mit 3. Danke, ciao. Düsseldorf Tower, schönen guten Tag. Swiss 51 Alpha, ILS 23 left. Swiss 51 Alpha, Düsseldorf Tower, schönen guten Abend. Wind 060 East, 200 Nummer 2. So, Gear down. Flaps voll. Kevin ist ready. Swiss 51 Alpha, Wind 060 East, 200 Runway 23 left, clear to land. Swiss 51 Alpha, Runway 23 left, clear to land. Etwas Tailwind wird bleiben. Autothrust off. Autopilot off. So, zack. So, dann mal hier runter. Swiss 51 Alpha, Düsseldorf Ground. Good evening. Taxi to Gate Bravo 4 via Mike Papa 4 in Tango. Swiss 51 Alpha, Gate Bravo 4 via Mike Papa 4 in Tango. Gate Alpha 12 with Info Sierra, request startup to Stuttgart. Good Moment. Nummer 7, Papa 4. Oh, Swiss 51 Alpha, yeah, I'm very sorry for that. Via Papa 3, we taxi now via Tango, Bravo 04. Swiss 51, yeah, that's great, no problem. Ich bin echt der einzige Amateur heute auf der Plattform, habe ich das Gefühl. So, die Lichter gehen aus, APU ist available. Zack, dann Engine 2 off. Engine 1 off. Seatbelts off und Beacon off. Wall in Form. Jet 457, Düsseldorf Ground. Guten Abend, danke. Düsseldorf Ground, schönen guten Tag. Swiss 53 Bravo, Position Bravo 10 with information Victor, request startup and clearance to Munich. Swiss 53 Bravo, Düsseldorf Ground. Good evening, information Victor is current startup approved. Munich, weil wir Kumix 6 Tango Departure, Flight Plan Runes, Climb Altitude 5000 feet, Squawk 2222. Swiss 53 Bravo, Pushback is approved, facing west. Musketeer 216, confirm you are pushing. Swiss 53 Bravo, Taxi 2, Holly Point, runway 23 left, via Papa 4, Mike in the Lima 2. Swiss 53 Bravo, Holding Point, runway 23 left, via Papa 4, Mike and Lima 2. Ja, probieren wir das mal, ne? Ja, okay. Papa 4, dann geht's hier auf Mike drauf. So. Düsseldorf Tower, schönen guten Abend. Swiss 53 Bravo, Taxiway Mike, ready in sequence. So, da geht der Kollege dahin. Behind departing traffic, line up runway 23 left and right behind. Swiss 53 Bravo, behind departing traffic, line up runway 23 left behind. Swiss 53 Bravo, Runway 23 left, cleared for takeoff. Dann geht das los, raus aus den Bremsen, 50% N1. B1, rotate. Positive climb, gear up. Climb, thrust climb. Swiss 53 Bravo, contact Landeradar Frequency 128.55, bye bye. Swiss 53 Bravo, 128.55, vielen lieben Dank, schönen Abend noch. Flaps 0. Langen schönen guten Tag. Swiss 53 Bravo, passing altitude 2900 feet, climbing 5000 feet. Swiss 53 Bravo, long wait identified, climb flight level 240. Swiss 53 Bravo, climbing flight level 240. So, da geht's dahin. Ah, guckt euch das an. So, flight level 100, Nase geht runter. So, geradeaus kann der Autopilot auch. Autopilot 2 on. Swiss 53 Bravo, direkt Kumik, danke. Auf jeden Fall macht er das sehr, sehr gut, der Lotse. Swiss 53 Bravo, say again. I'm female, not a man.
Oh, sorry. Bravo, Contact Rhein Vader, 133, Decimal 65. Swiss 53 Bravo, 133, danke für den Service, ciao. Rhein Räder, schönen guten Tag, Swiss 53 Bravo, Passing Flight Level 234, Climbing Flight Level 240. Swiss 53 Bravo, Rhein Räder, hallo, identified, continue climb level 310, proceed direct Dinkelsbühl, Delta Kilo Bravo. Swiss 53 Bravo, Climbing Flight Level 310, direkt Dinkelsbühl, danke. Swiss 53 Bravo, same for you, and when ready, descent level 250 to reach at Dinkelsbühl. Swiss 53 Bravo, when ready, descending flight level 250 to reach at Dinkelsbühl. Swiss 53 Bravo 1228, vielen lieben Dank für den Service, ciao. Da schleichen wir uns mal elegant dazwischen, würde ich sagen. Auto Thrust off und Autopilot off. Flaps 1, Flight Directors off. Bremsen wir nochmal ein bisschen an hier. Flaps 2 und Flaps full. Approaching 08 left. Checked. Da vorne heute von der Bahn. Continue. Jetzt können wir ein bisschen Freestyle taxien hier, ne? Engine 2 off, Engine 1 off. Und Flieger geht aus. Schwupp. Links der Centerline, as always. Bis dann. Macht es gut.